Danke, Frau Vorsitzende, Herr Minister, Kollegen im Bundesrat, sehr geehrte Zuschauer. Wenn ich merke, dass Sie sich nicht freuen, wenn ich rausgehe, dann weiß ich, dass ich irgendwas mit richtig gemacht habe. Der Grund, warum ich mich noch einmal zu Wort melde, ist unser Entschließungsantrag zum heutigen Tagesordnungspunkt, den der Kollege Leinfellner eingebracht hat. Da geht es um den Corona-Wiedergutmachungsfonds, den wir gerne einrichten würden. Und besonders als Niederösterreicher ist mir das wirklich eine Herzensangelegenheit, weil Niederösterreich im Arbeitsübereinkommen das einer der Lichtpunkte ist. Und ich kann Ihnen eines sagen, gehen Sie raus zu den Menschen und Sie werden merken, viele, viele sind uns sehr dankbar dafür, was wir da in Niederösterreich zustande gebracht haben. Und es wäre jetzt an der Zeit, dass der Bund hier endlich nachzieht. Herr Minister Rauch, Sie haben ja heute einiges auch im vorigen Tagesordnungspunkt zum Thema Teuerung gesagt und zum Thema Almosen, die jetzt die Bürger kriegen. Die Wahrheit ist, Sie ziehen Ihnen 200 Euro aus dem Sackel und geben Ihnen 50 Euro zurück und glauben, dass das toll ist. So ist es nicht. Und beim Wiedergutmachungsfonds geht es jetzt einmal in erster Linie um 250 Millionen Euro. Und das mag jetzt natürlich viel klingen, aber sagen wir uns ganz ehrlich, wir haben in den letzten 2,5 Jahren in dieser Regierungszeit Milliarden ausgegeben für Pharmafirmen. Da war das völlig wurscht. Da war das Geld da. Ich erinnere an die Worte von Sebastian Kurz, koste es, was es wolle. Und diese Regierung von Schwarz-Grün hat das alles mitgetragen. Hat es der Gernot Blümel gesagt, ist es aber auch nicht besser. Ist der Busenfreund von Sebastian Kurz, sofern ich weiß. Ne? Dann Milliarden wurden rausgeworfen für Maskenproduktion. Da frage ich mich heute noch immer, liebe Grüne, ihr wart ja so Maskenfetischisten. Habt ihr einmal geschaut, die Müllberge, die jetzt herumliegen, wo die Masken überall sind, wo viele Masken jetzt einfach weggeschmissen wurden? Wenn du halt irgendwo an einem Fluss entlang spazieren gehst, liegen irgendwo diese depperten Masken umeinander, in Wahrheit die Leute nur gequält haben, die niemand gebraucht hätte. Milliarden, da hat es Leute gegeben, die haben sich eine goldene Nase damit verdient. Alles wurscht, da war das Geld da. Und noch schlimmer, wenn wir den Müll ansprechen, sind die Testkits. Da haben sie auch welche ein goldenes Nasal verdient. Milliarden. Stadt Wien war ein Vorreiter, aber auch diese Regierung hat es geschafft, Milliarden auszugeben. Und jetzt schaut einmal überall in die ganzen Mülleimer. Da liegen Hunderte, Tausende, Hunderttausende Testkits drinnen, die inzwischen alle abgelaufen sind. Die Leute haben es zu Hause gehortet, weil sie Angst gehabt haben. Sie sind eingesperrt und irgendwann einmal werden sie für den Plätzchen was zahlen müssen. Die Leute waren 2,5 Jahre in einer Ausnahmesituation. Und warum? Wegen ihrer Covid-Politik. Nicht das Virus war das Problem, ihre Politik war das Problem. Und während da Milliarden überhaupt kein Thema waren, kostet es, was es wolle. Wir haben Milliarden rausgehaut, gute Freunde, besonders von der ÖVP, haben immer wieder mitverdient, hat es in der gleichen Zeit kein Geld gegeben für unser Gesundheitssystem. Was haben Sie gemacht, Herr Minister Rauch? Ich weiß, Sie waren nicht der Einzige, Sie haben zwei Vorgänger gemacht, aber die waren, das muss man Ihnen, das ist das einzig Positive, was ich Ihnen wirklich zugestehen muss, die waren noch schlechter als Sie. Aber das ist schon wirklich das einzig Positive. Also kein Geld fürs Gesundheitssystem und jetzt wollen Sie auch kein Geld für die Opfer ausgeben, nämlich die Opfer, die Sie mit verursacht haben. Sie haben die Leute eingesperrt, Sie haben die Leute ausgegrenzt, Sie haben die Leute, wir haben es ja gehört, beschimpft, aufs Mieseste beschimpft, Sie haben die Leute kriminalisiert, Sie haben kleinen Kindern eingeredet, wenn es heimgeht zur Oma, dann muss die Oma sterben, weil er steckt die Oma an. Solche Sachen habt ihr gemacht, liebe Leute. Das ist wirklich in Wahrheit krank. Aber was ihr nicht wollt, ist eine Wiedergutmachung. Und ich war vor circa 2,5 bis 3 Monaten auf einer Feier, da waren circa 15 Personen und ich bin neben einer Dame zum Sitzen gekommen und wir haben halt so geredet. Und natürlich früher oder später kommt man auf das Thema Corona. Und die Dame erzählt mir, wie furchtbar ihre Tochter hat Long-Covid. Und es ist deshalb so schlimm, weil erstens, natürlich, es geht der Tochter nicht gut, aber die Lehrer nehmen es nicht ernst und die Mitschüler machen sie lustig. Und dann haben wir halt weitergeredet und bin draufgekommen, aber eigentlich inhaltlich sind wir ziemlich einer Meinung. Und so nach
weiß ich nicht, 20 Minuten, habe ich mich dann Fragen getraut, sage ich, naja, wie schaut es jetzt aus mit dem Long-Covid? Ist der Tochter geimpft? Und sie hat gesagt, ja, dreimal und einmal boostert. Da habe ich einmal kurz geschluckt, sage ich, nur so unter uns geredet, könnte das auch sein, dass das eine Nebenwirkung ist? Dann sagt sie, ja, weil ihr ist nach jeder Impfung so schlecht gegangen. Dann sage ich, na, warum gehst du dann nur einmal impfen? Warum lässt du deine Tochter noch impfen, wenn sie nach der Impfung schlecht geht? Dann sagt sie, das war nicht anders gegangen, weil in der Schule hätten sie es fertig gemacht. So weit waren wir. Und da redet hinten der Kollege Zauner von Spaltung der Gesellschaft. Es war es. Da kannst du schon lachen. Es ist ein Trauerspiel. Ja? Und dann sage ich zu der Mutter, naja, dann bitte geh zum Arzt und lass da eine Impfschadenbestätigung ausstellen oder was auch immer. Sagt sie, war beim Arzt. Aber der Arzt hat gesagt, nein, das kann er so nicht machen, weil die Vorgaben sind da nicht ganz klar und das ist nicht üblich. Ich meine, wo sind wir, liebe Leute, wo sind wir? Und dann kann ich schon davon reden, dass es offiziell nicht viele Impfschäden gibt, wenn es so verfahren wird in unserem Land. Und auch diesen Leuten, die jetzt Impfschäden haben und sie das jetzt im Nachhinein nur irgendwie bestätigen lassen können, hätten jetzt die Möglichkeit, dass zumindest ein bisschen Wiedergutmachung kriegen. Und ich weiß, Geld kann eine Gesundheit nicht wiederherstellen. Ja? Aber es wäre zumindest ein bisschen Wiedergutmachung und ein bisschen ein Zeichen von einer Entschuldigung. Aber ich weiß, das ist leider alles nicht in ihrem Sinne. Schuld war in dieser Zeit der Druck der Gesellschaft. Schuld war der Druck der Gesellschaft und die Gesellschaft hat den Druck nur deshalb auf ihre Mitbürger aufgebaut, weil es von oben runter von der Politik so bestimmt wurde. Nehmen Sie sich alle selbst an den Nasen, heute könnten Sie wirklich einen kleinen Schritt in die richtige Richtung machen und diesem Entschließungsantrag für einen Covid-Maßnahmenfonds, wo Entschädigungen gezahlt werden, mitstimmen und das wäre zumindest eine kleine Wiedergutmachung. Und Herr Kollege Himmer, ich kann Ihnen nur was sagen. Es ist ja eh nicht Ihr Geld. Schauen Sie, Sie reden immer von Ihrem Geld. Das ist nicht Ihr Geld, das ist Steuergeld. Verstehen Sie? Steuergeld. Das ist nicht Ihr Geld. Stimmen Sie diesem Entschließungsantrag zu und danach treten Sie zurück. Das ist die einzig wahre Entschuldigung, die der Bevölkerung helfen könnte.